Part 4 hier bei Mario Tennis Aces. Weiter geht's am Schneebergbahnhof. Und wir schauen, was uns hier erwartet. Oh, ein Pingu! Ihr fährt der Zug zum Schneeberg ab, aber ihr könnt gerade nicht einsteigen. Huch, warum denn nicht? Weil eine Horde von Shy Guys vom Berg heruntergekommen ist und die Kontrolle über den Zug an sich gerissen hat. Wenn wir diese Shy Guys loswerden würden, könnten wir wie geplant auf den Berg fahren. Du hast gehört, was er gesagt hat, Mario. Lass uns diese Shy Guys verjagen. Er freut sich. Ach, eine Sache. Für Eisenbahnwaggons sind Spezialschläge absolut überdimensioniert. Lass in diese Partie lieber die Finger davon. Okay. Angst, was kaputt zu machen. Ach, die Pinguine aus Mario 64 sind wirklich... Die sind knuffig auch. Ne? Sind sie? Anstatt Mario, die einfach wieder besiegt. Mit einem gezielten Sprung auf den Schädel oder so. Aber okay, wir spielen Mario Tennis, also schwingen wir auch den Tennisschläger. Verhält sich hier wohl so ähnlich wie mit den Piranha-Pflanzen, was interessant ist. Die Aufgaben beginnen sich zu wiederholen, könnte man sagen. Aber das geht gut klar bisher. Spezialschläge nicht, aber Zielschläge sind hier erlaubt. Und das nicht zu knapp, würde ich sagen. Die zählen auch da drin. Komm, wirf mal ein bisschen. Zack, bum, peng. Haben wir sie fast alle weg. Ja, da kann man so ein bisschen zielen lernen, was ich sehr schön finde. Trau dich. Hat nicht gezählt, okay. Ihr seid doch so an der... Warte. Und der Letzte bist du! Okay, das ist insofern anders als die Piranha-Pflanzen, weil wir die wirklich alle wegmachen, die wir sehen. Es geht sogar weiter. Okay. LOL! Zu früh, ich hab's gemerkt. Auch das will gelernt sein, nicht wahr? Aha! Du kriegst die volle Breitseite. Irgendjemand verdient sich das ja doch, weißt du? So, 6 Leute sind gefragt. Haut den Schuppen. Okay, das war gar nichts. Ich bin ultra schlau gefühlt damit. Aber Treffer bleibt Treffer. 8 Stück jetzt. Scheint aber auch das letzte Abteil des Zuges zu sein. Lass uns mal bleiben, bitte. Natürlich zerbricht irgendwann der Schläger. Aber okay, wir haben 3 Stück davon. Das verhält sich übrigens so, dass wir die Schläger wiederbekommen nach der jeweiligen Mission, nur dass bei der darauf folgenden die Schläger im Abenteuermodus 0 quasi bleiben. Schwierig zu erklären, aber wenn hier einer kaputt geht, ist es nur für das jeweilige Match. So kann man es ganz gut beschreiben. Und 30 Sekunden, du musst halt auch werfen, ne? Wenn du nicht mitmachst. Och, bitte beeil dich! Ganz easy. Okay, cool. First try. Immerhin. Und wir können auf den Berg. Löffel 16, sehr gut. Löffel. Ne, Tennisschläger 16. Hurra, weg sind sie, die Shy Guys. Das wurde der höchste Eisenbahn. Muhaha. Jetzt kann der Zug endlich wieder fahren. Am Fuß des Schneebergs ist noch ein kleines Dorf. Wenn man das passiert hat, hat man es nicht mehr weit bis zum Gipfel. Alles einsteigen. Hey, Pinguin, wie wär's? Willst du ein Tenniskämpfer, Tennisspieler sein oder ein Kartfahrer oder bei Mario Party einfach mal mitmischen? Ich hätte nichts dagegen. Das wäre skurril, aber ich würde es feiern. Ja, ich kann es mir doch, ich kann es mir schwer vorstellen. Komisch, der Zug fährt wohl nicht weiter hinauf. Lass uns fragen, was los ist. Das ist das Dorf hier.
Entschuldigung, der Zug ist stehen geblieben. Ist alles in Ordnung? Oh, das ist eine unglaubliche Sache. Genaueres wissen wir nicht, aber irgendetwas scheint da oben im Gange zu sein. Deshalb wollten wir erstmal abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt. Das heißt? Versucht dabei auf den Schneeberggipfel zu gelangen. Ein Shy Guy! Nur keine Panik! Keine Panik! Das soll wohl ja heißen. Hört mal, wenn mich einer von euch in einer Partie Tennis schlägt, erzähle ich, was auf dem Schneeberggipfel vor sich geht. Tja, solange wir die Sache nicht regeln, fährt wohl auch der Zug nicht. Also haben wir keine Wahl. Du musst diesen Shy Guy besiegen. Bäbe, bäbe, bäbe. Geil. Eins gegen eins, okay. Behalte die Reisenden gut im Auge und besiege Shy Guy. Wenn da schon Fragezeichen steht, dann holt er sich bestimmt Verstärkung, aber ist eine sehr schöne Stage. Okay. Ja, lol. Ja, moin. Was zur Hölle? Der macht einfach mit, der läuft vorbei und denkt sich so, ach, oh, schlag mal mit hier. Das heißt, ich muss ihn schnell und früh besiegen. Wie wär's hiermit? Kriegt er. Dann halt so. Ist natürlich immer wieder genial. Wie er sich auch im Schnee wälzt vor Ärger, habt ihr das gesehen? Ja, lol. Oh, da fällt dir auch nichts mehr ein, ne? Aufschlagers. Bevor deine Verbündeten kommen. Ich habe sogar einen Typ getroffen, einen Cooper. Das darf doch nicht wahr sein. Den kriegst du trotzdem nicht. What? Ich hab den Schneemann kaputt gemacht, oder was da ist? Da sieht man mal, wie viel Liebe in dem Game steckt. Was willst du noch mehr vom Tennisspiel erwarten? Ich habe noch nie so ein Tennisspiel mit so viel Detail und mit so viel drumherum erlebt. Ernsthaft. Und das, die Skulptur, oder was da war, bleibt doch zerstört. Das ist irgendwie sad. Jetzt ist die hinter dem Shy Guy. Ah, zu spät R gedrückt. Da muss man immer ein bisschen abwägen, weil man auch wirklich den Stern benutzen möchte mit dem Zielschlag. Lol. Und man tut hier wirklich gut daran, also wenn man es einfach schaffen möchte. Alter, drei Schläge, also riskiere ich das nicht. Wenn man das schaffen möchte, halt einfach so schnell schon zu gewinnen, bevor die alle angerannt kommen, weil dann ist es ein bisschen zu spät. Also dann ist schon der Ofen aus. Größtenteils. Den kriegt er noch! Aber den nicht. War knapp im Aus, oder? Also, grenzwertig meine ich damit. Hepsasa! Hallo! Ich hab's versucht. Hat nicht gezählt. Das war heftig. Der war nicht schlecht. Der schüchterne Junge. Jetzt mischen die wieder mit. Die Boys and Girls hier. So wollen wir das sehen. Ich mach's kaputt. Ah, nächste Mal. Ich bin fast dagegen gerannt. Wenn ich gewinne, mach ich's kaputt. Da ist der Schneemann hinter mir. Da wird sich jemand grün ärgern. Ja. Was ein Detail, oder? Kann man mal bringen, kann man mal zeigen. Jetzt lasse ich nichts unversucht. Generell seid ihr so die Typen, also wenn ihr das Spiel habt natürlich, dass ihr nach einem gewonnenen Ding ein bisschen rumrennt oder wegrennt. Ich habe das so ein bisschen als Spott empfunden beim Demo-Online-Turnier. Habt ihr das eigentlich mitbekommen, wobei das Spiel ist jetzt gleich entschieden, dass sich Tennisfreunde, also Freunde des realen Tennis, tierisch über dieses Game aufregen und das nicht etwa wegen Spezialschlag und Trickschlag, was es nicht alles gibt, sondern dass man im Real-Modus in diesem Spiel, den gibt's ja auch, dass der nicht ganz perfekt die Tennisregeln hat mit so und so vielen Matches, die man gewinnen muss.
Kann ich euch jetzt gar nicht so sehr sagen, weil ich kenne mich da nicht allzu sehr aus. Aber da wollten einiges Geld zurück. Was soll man dazu sagen, ne? Also ich glaube, man muss 7-mal gewinnen oder Tiebreak. Aber das Tennis-Match geht noch viel länger, als es im Realmodus hier in Mario Power Tennis, Power Tennis Aces der Fall ist. Ach, please. Haha! Aber ganz im Ernst, man kauft ja nicht Mario Tennis Aces, weil man einen top realistischen Tennis-Ableger haben möchte. Ich meine, ich weiß nicht, ob es die Topspin-Reihe noch gibt, ob die noch aktiv ist. Aber selbst wenn nicht, ist das letzte Topspin-Spiel dann immer noch die realistischste Tenniswahl in meinen Augen. Und Mario Tennis kauft man ja. Man kauft auch kein Mario Kart, weil man möglichst realistische Kart-Simulationen haben möchte, nicht wahr? Kann natürlich auch, ich sag mal, bestimmen, ob man diese Regeln haben möchte hier. Die sind optional von Nintendo. Gewonnen! Relativ souverän. Ja, also, wie ist da eure Meinung? Ich finde, es geht schon klar. Also, dass die überhaupt einbauen, dass man real spielen kann oder die Special-Sachen, das ist doch, immerhin etwas. Dass da eine Regel oder ganz genau konform nicht hundertprozentig der Realität entsprechen, meine Güte. Ja, wie gesagt. Meine Meinung kennt ihr jetzt. Verflixt, gegen so hohe Tenniskunst bringt es auch nichts, wenn man seine Helferlein hat. Shy Guy, nun also zu deinem Versprechen. Was tut sich da auf dem Gipfel des Schneebergs? Da oben ist eine Art Ausgrabungsstätte. Ich habe da oben eine schöne Schatztruhe gesehen, aber wegen eines Schneesturms muss ich leider abhauen. Eine Schatztruhe? Das muss doch der nächste Machtstein sein. Schnell, Mario, auf zum Gipfel! Ja. Aber seid vorsichtig. Einer meiner Artgenossen hat mir berichtet, dass er dort während eines Schneesturms einen Eisgolem gesehen hat. Einen Eisgolem? Das klingt ja abscheulich. Finde ich auch. Daher auch der Plan, den Zug zu entführen und gemeinsam die anderen aus dem Eis zu befreien. Shy Guys halten schließlich zusammen. Und wir haben es vereitelt. Ihr scheint mir gut gerüstet zu sein. Könnt ihr euch den Gipfel genauer umsehen? Bitte. Gut gerüstet. Im Tennisschläger. Dann können wir auch schon etwa abwägen, wo das Finale ist hier. Wobei ich aber ein bisschen... Warte. Bahnhofsvorplatz. Okay, da waren wir noch nicht, oder? Mario, auf dem Bahnhofsvorplatz trainieren ein paar Shy Guys Tennis. Ja. Mario Toad, ihr kommt wie gerufen. Ich hätte nämlich eine Bitte. Was denn? Wir Shy Guys möchten uns so stark verbessern, dass wir unseren Kameraden helfen können. Mario, du bist ein richtig guter Spieler. Wir würden deine Technik gerne aus nächster Nähe studieren. Das ist doch nicht so viel verlangt, oder? Prima, vielen Dank. Du musst einfach nur die Bälle zurückschlagen, dass die in deine Hälfte geflogen kommen. Und zwar so, dass sie unmöglich ich erreichen kann. Wenn du einen Platz nicht erwischt oder so schlecht platzierst, dass ich ihn zurückschlagen kann, werde ich das fehlversuchen. Auch das hatten wir schon mal, okay. Also legen wir los, spiele 25 Bälle, an die ich nicht herankomme. Denk daran, beim dritten Fehlversuch ist Schicht im Schacht. Keine Sorge, du wirst staunen, wie gut Mario mittlerweile geworden ist. Und andere kritisieren, dass hier im Abenteuermodus nur Mario spielbar ist, aber ich find's legit. So, okay. Wieder so eine Geschichte. Toll. Ach ja, ich muss das ein bisschen... Ja, mit den Lobs... Warte mal, ganz kurz nochmal. Ein Lob ist, wenn ich so mache und stoppele... Ah, okay. Obwohl, ich eigentlich das schon gerne versaubeuteln würde, damit wir das nochmal komplett bei Null beginnen, weil das... Da geht es halt darum, wirklich, das war bei einem ersten Match dieser Art gar nicht, war so mittelmäßig notwendig, oder das so zu machen. Och, geht's dir heute nicht gut, Mario? Zu dumm, aber Kopf hoch. Wenn du so gut zielst, dass dabei nicht in Nähe des Shy Guys kommt, wird es sicher besser klappen. Also L und dann X
vor oder zurück dementsprechend. Für Stoppball oder Lob. Ein Lob ist weit nach hinten und ein Stoppball nach vorne. Na dann komm mal her. Er tut mir schon ein bisschen leid mit seinen kurzen Beinchen und alles. Eigentlich kann er es ja, ne? Der Shy Guy. Ich bin mir auch sicher, dass noch eine schwere Version kommen wird. Quasi, wir hatten Amateur, das ist fortgeschritten. Und es kommt noch Expert. Ups. Geht die Energie weg, die ich mir gerne aufgehoben hätte für einen Spezialschlag im Notfall. Ah, da kriegt er es noch, ne? Verdammte Axt. Er steht halt so falsch, wie man nur stehen kann. Und ich stehe verdammt nochmal am Netz. Das mit dem zu früh ist nicht schlimm. Das interessiert mich nicht. So, noch 10. Ich bin guter Dinge. Ah, war noch relativ knapp. Ja, die sind mir nicht ganz geheuer, die Lobs. Oder wie man es nennen soll, weil das ja von denen geworfen wird. Ui. Passt, wackelt und hat Luft. Und das war's. Goodie. Einen Fehlversuch hätte ich mir noch leisten können, aber ich doch nicht. Na gut, Level 21. Was? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Ihr habt keinen Schnitt bemerkt. Gut, ich habe noch ein paar Mal gefailt. Oder trainiert. Spitzenmäßig, Mario. Wusste ich doch, dass du uns weiterhelfen kannst, Mario. Wir haben viel von dir gelernt und sind jetzt hochmotiviert, deinem Können nachzueifern. Okay. Der Zug fährt weiter und zwar, was ist das hier? Zur Schneebergflanke. Mario, hier gibt es ja auch einen Tennistrainingsplatz. Unser Glück kennt ja wirklich keine Grenzen. Auf dem Platz aufgestellte Tafeln umzuhauen ist wirklich eine tolle Methode, um schön präzise Schläge zu üben. Was steht denn auf dem Schild da? Hier gilt es, die aufgestellten Tafeln mit gezielten Tennisschlägen innerhalb des Zeitlimits umzuschießen. Wer dabei die Zielpunktzahl erreicht, erhält eine fantastische Belohnung, den Eisschläger. Klar. Mario, hier kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, trainieren und einen neuen Schläger ergattern. Na, das wirst du doch wohl ausprobieren, oder? Come on! Ja, sowas hatten wir auch schon. Also Tafelschießen für Fortgeschrittene. Da mir jetzt auch bewusst ist, wann und wie ich die Sterne bekomme. Vielleicht die doch... Warum? Ihr habt gesehen, dass ich R gedrückt hat. Stand ich denen nicht mittig genug im Stern oder was? Also manchmal. Hä? Ach, ich habe nicht genug Energie. Darf ich das gerade nochmal machen? Ja, bitte. Ja, das, nein, das kann ich nicht so stehen lassen. Ich dachte mir, ich trigger den Stern und dann kann ich den auch benutzen. Ich denke, normalerweise tauchen die Sterne halt auch erst auf, wenn du genug Energie hast. Das ist der Punkt. Schade. Versuch beim nächsten Mal öfters, die hinteren Tafeln zu zielen. Für die gibt's mehr Punkte. Red keinen Stuss. Ich will's nur sauber haben, okay? Das zählte halt nicht. 800 Punkte. What the? Das klingt nach einigem. Rips. In der Zeit so machen. Okay, jetzt kann ich auch schon so zielen. Pass auf. Ah, nicht genug Energie. Das vergesse ich oftmals. Warum kriege ich denn hier so wenig? Ich hatte eben noch alles voll.
Dammit. 800 ist hartes Brot, ne? Nicht fettes Brot. Hartes Brot. Warum? Als ob ich das so getan hätte. Reicht nicht. Setzt ja schon ein bisschen an. Jetzt bin ich noch zu fail, ne? Also ich übe. Ja, das muss besser gehen einfach. Gerade mal die Hälfte, ne? Erbärmlich. Jetzt sogar Bowser-Dinger. ETF. Wird vielleicht auch nochmal spannend. Ist da noch was drin hier? Könnte. Muss aber noch einiges setzen, du. Bin mir nicht sicher mit den Bowser-Feldern, deswegen bin ich da so ein bisschen merkwürdig, was das angeht. Aber geschafft. Na gut. Dann will ich mich am Ende nicht beschweren. Und bekomme den Eisschläger, oder was? Nice! Schneebeflanke. Gewonnen! Hervorragend, Mario! Jetzt kannst du den Eisschläger einfordern. Die Belohnung hast du dir verdient! Einfordern? Fällt er vom Himmel, oder ziehe ich den auf den Sockel, oder wie ist denn das? Ich will es auch gar nicht. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Tja, ich schätze, einen kriegen wir noch, aber ich werde jetzt nicht zwingend versuchen mit achten. Oder? Das ist schon das Finale. Ja, dann Schneeberggipfel. Der Gipfel des Schneebergs. Ob er wirklich ein Machtstein ist oder ein Eisgolem, auf letzteren könnte ich ja gut verzichten. Lass uns die Lage ausloten, aber Vorsicht ist das alleroberste Gebot. Come on. Und dann kommt der Golem, Gipfelgolem, ja lol. Besiege innerhalb des Zeitlimits den Boss des Schneebergs. Geht's da um raue Kraft? Da ist die Truhe. Klar. Ach so, hier unsere Kollegen aus Mario 64, diesmal in Eisgestalt. Wie der Pharao, die sehen auch so aus. Nur jetzt spielen die Tennis mit uns. Ja, die funktioniert doch genauso. Episch. Oder hat das doch eher Mario Odyssey-Style? Muss mir das erstmal leider ein bisschen studieren. Schade. Es ist auch rutschig, ne? Will ich auch nochmal dazu sagen. Was es bestimmt nicht einfacher macht. Das könnte ins Auge gehen. Oder in beide Augen halt. Gut, erstes Herz, aber das sieht nicht gut aus. Naja, mal dranbleiben. Was jetzt? Auch das ist übrigens ein Grund, warum Mario oder warum man nicht mit anderen Charakteren spielen kann, da wäre das Ausweichen gar nicht so ohne weiteres möglich, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich muss an Super Mario Kart 1 denken gerade. Come on.
doch nicht platt, ich habe zu tun. Oh, es ist widerlich. Ist das böse. Kostet halt alles Zeit am Ende des Tages. Beschleunigen wir das also ein bisschen. Und machen den hier mit dem Eisschläger. Okay. War ein Fehler in der Matrix. Es gibt's doch nicht. Kriegen wir so nicht hin, wenn's so weitergeht. Okay, der hat eh keine Energie mehr. Könnte ich jetzt schon aufs Auge? Nee, kann ich nicht. Er verteidigt weiter. Okidoki. Aber ich habe das Gefühl, das sind dann doch weniger Sachen gewesen als wie beim letzten Mal, oder? Ja, wer hier viel richtig macht, kriegt seine Energie so gut wie wieder voll. Instant. Weil das hier natürlich gemein ist. Ja, gut. Mach instant, hau raus! Das muss aber auch relativ safe treffen. Oh! Noch daneben, ey. Das ist nur einer der vier Schläge. Das wird zeitlich noch sehr interesting. Oh, ich dachte. Oh, warum haut er jetzt raus? Oh. So ist natürlich wirklich sehr knapp. Das hätte es sein können, ne? Das wäre sehr schön gewesen. Vielleicht mit Level 22. Müssen wir es direkt nochmal wagen, was mich ärgert. Wir waren nah davor. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass man so ziemlich jeden Boss erstmal einmal ausprobieren muss. Beim zweiten Mal klappt es dann. Schade, aber es gibt immer noch ein nächstes Mal. Vor allem, warum Golem? Es waren nur Hände. Der Gipfel des Schneebergs. Golem, es sind doch nur Hände. Kann man das auch als Golem bezeichnen? Ich dachte, da kommt jetzt halt ein kompletter Typi. Oh. Gut. Auch zu nah ran ist halt auch kein gutes Rezept, aber ich dachte mir halt, mach schnell wieder zurück, ne? Vielleicht eine blöde Überlegung. Auch das ist echt gemein, du. Um den Ball überhaupt zu bekommen und im Spiel zu halten, musst du unter die Faust und ja. Also schon gerade eben die Situation zum Beispiel war halt fies. Jetzt reicht's mir! Gut, er hat eh so gut wie die Energie verloren. Aus dem Weg! Alles klar, von Mal zu Mal stehen die halt viel mehr im Weg. Beim Zielen auf das Auge. I understand this. Brotlose Kunst, mein Freund. Dammit! Jetzt nur noch raushaut und ich sehe vor allen Dingen oftmals gar nicht, wo der Ball ist. Hab doch gemerkt, warum, ne? Oh, fail. Dann hau einfach so raus. Dann triggern wir das wieder zurück.
muss auf den drauf, ne? So läuft's. That's the boss. Also kein allzu kurzer Part heute, aber dafür am Ende bestimmt dennoch erfolgreich. Juhu. Hat nicht viel gefehlt beim ersten Mal. Hätte ich mich einmal irgendwo weniger treffen lassen, hätte ich die gewünschte Zeit gehabt, ihn zu besiegen. Denn es scheiterte ja nicht daran, dass ich es nicht blicke oder nicht kann, sondern einfach die Geduld war nicht da irgendwie. Ja, wie soll ich denn da hin? Vielleicht nehme ich L drücke. Wäre eine Idee. Wäre eine Option. Ausgewichen, die Sau. Und da wollt ihr es wissen. Ich finde es sogar ein bisschen einfacher als so manchen Boss, den wir schon hatten bislang. Schon wieder im Weg. Sag mal. Da geht er down, da geht er down, da geht er down. Wie dann XXL-Part hier. Unglaublich. Aber schon das dritte der insgesamt 5 Machtsteine. Sachen gibt's, was? Das wird Toddy dementsprechend feiern. Mein Hals freut sich. Geschafft, Mario! Die Eissäulen schmelzen! Die Shy Guys, die festgesessen hatten, sind frei und wir haben uns die Schatztruhe geschnappt! Du hast den dritten Machtstein erhalten! Ist ja schon mehr als die Hälfte! Jetzt haben wir schon 3 Machtsteine, fehlen nur noch 2! Klasse! Läuft bei uns, würde ich sagen. Läuft bei uns. Ah, eine Abkürzung, das ist auch fein. Wäre gar nicht notwendig gewesen, aber ja. So geht's hier also weiter, diesmal wirklich auf See. Mario und Waluigi. WTF? Was macht ihr? Ich kann mich auch nicht rühren gerade. Hast du das gesehen? Das ist Luftschiff, mit dem wir auf diese Insel gelangt sind. Ich wette, Luigi und die anderen sind da drin. Da bin ich mir sogar vollkommen sicher. Das ist gar nicht gut. Das Luftschiff ist in Richtung Meer unterwegs. Die müssen es auf den nächsten Machtstein abgesehen haben. Da müssen wir uns beeilen, damit sie nicht vor uns da sind. Ja, wir haben doch schon über die Hälfte, deswegen... Wisst ihr, da braucht man sich eigentlich gar nicht so fett anstrengen, weil... Die kriegen die eh nicht komplett. Und das könnte man dementsprechend schon bei einem Machtstein sagen. Okay, wieder vielleicht einen Daumen hoch verdient durch den langen Part, aber bis zum Machtstein gespielt. Deswegen Daumen hoch oder Daumen runter. Mario Tennis Aces, es wird immer bunter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!